Frau Professor Habeck, wir sind hier in San Antonio in Texas beim größten Brustkrebskongress der Welt. Es gibt verschiedene therapieentscheidende Tests, Untersuchungsmöglichkeiten. Was gibt es da und was macht den Unterschied aus? Ja, beim frühen Mammakarzinom, also ohne Metastasen, brauchen wir heute bei einigen speziellen Situationen mehr Wissen als das, was der Pathologe uns routinemäßig gibt. Und das ist vor allem bei der nodal negativen Patientin, die einen mittelgradig differenzierten Tumor hat, also G2, HER2 negativ, Hormonrezeptor positiv. Da brauchen wir zusätzliche Informationen und da gibt es eigentlich mehrere Tests. Einen davon haben wir in den AGO-Leitlinien auch mit dem höchsten Evidenzgrad bewertet, das ist der UPA-PI1-Test. Weiter in den USA vor allem viel gebräuchlich ist der sogenannte Oncotype-DX-Test. Und dann im Rahmen von einer Studie auch in Deutschland erprobt gerade der Mammaprint-Test. Was wird bei dem UPA-PI1-Test untersucht und gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Der UPA-PI1-Test wird an Frischgewebe durchgeführt. Das heißt, der Operateur muss daran denken, dass er nicht alles fixiert zum Pathologen schickt. Das heißt, jedes Brustzentrum muss für sich so ein bisschen die Logistik überprüfen, wie das am besten zu machen ist. Man kann es natürlich auch von der Stanze machen. Sein Protein, also ein Eiweißtest, der relativ robust ist. Das heißt, das Gewebe kann auch mal eine halbe Stunde liegen im OP, bis es dann zum Pathologen gibt. Das ist bei den ganzen genbasierten Tests, vor allem bei den RNA-basierten Tests, anders. UPA-PI1-Test ist sicherlich der Test mit der besten Datenlage. Wir haben in Deutschland bereits in den 90er Jahren eine Studie dazu gemacht. Da haben wir die 10-Jahres-Daten und das zeigt ganz klar, dass Patientinnen mit niedrigen UPA-PI1-Werten in ihrem Tumorgewebe heute eine exzellente Prognose haben und außer der Antihormontherapie sicherlich keine Chemotherapie brauchen. Was heißt denn niedriger UPA-PI1-Wert? Da gibt es Grenzwerte, das ist ein ELISA-Test, also es geht nur mit ELISA, alles was immunhistochemisch gemessen wird, das ist nicht klinisch validiert, das heißt es gibt eigentlich nur einen speziellen Test, der ist kommerziell erhältlich und wie gesagt, der gleiche Test kann an Stanzmaterial, aber auch am Tumorgewebe selber von der Operation angewendet werden. Die Grenzwerte sind auch in der Studie überprüft worden und das liegt bei UPA bei 3 und bei PI bei 14 und das ist eigentlich international so gültig. Bietet denn in Deutschland jedes zertifizierte Brustzentrum diesen Test an? Ich denke, ungefähr ein Drittel der Brustzentren bietet ihn seinen Patienten regelmäßig an. Andere Zentren wären sicherlich dazu bereit, weil, wie gesagt, die Logistik zu etablieren ist ein einziger Arbeitsschritt, aber danach läuft es dann eigentlich ganz normal in der Routine. Aber die Kostenübernahme ist nicht geklärt und daher scheuen viele Brustzentren die Ausgaben für den Test aus ihren eigenen Erlösen zu übernehmen. Das sind immerhin etwa 150, 200 Euro. Ist kein teurer Test, aber es summiert sich natürlich alles. Und letztlich ist das auch was meiner Meinung nach die Kassen übernehmen sollten. Ja, ich denke, erste Schritte sind ja da begonnen worden, dass es spezielle Verträge mit Kassen gibt. Und wir können nur hoffen, dass da also noch mehr Kassen dann da diesen Test übernehmen werden, sodass also alle das anbieten können. Könnte ich denn jetzt aber als Patientin auch zu einem Brustzentrum in meiner Nähe gehen und sagen, ich möchte, dass der Test durchgeführt wird, notfalls zahle ich den selbst? Ja, ich denke, das ist ganz wichtig auch, dass wir jetzt dieses Interview machen und das auch den Patientinnen, den zukünftigen Patienten bekannt machen. Natürlich, eine Patientin kann sagen, ich will, dass dieser Test gemacht wird, wenn er in meiner Situation sinnvoll ist und sie bittet den Operateur quasi die Voraussetzungen zu schaffen, ein Stückchen Gewebe tiefgefroren wegzufrieren und dann, wenn der Test sinnvoll ist, eben bei zum Beispiel nodal negativ G2, Hormonrezeptor positiv, HER2-neu negativ. In dieser Situation sind etwa 70% der nodal negativen Patientinnen. Dann kann man das Gewebe an eins der Labors schicken in Deutschland, die den Test anbieten. Und letztlich kann auch die Patientin selber noch mit der Krankenkasse sprechen, weil wie gesagt, das ist der Test, der von all diesen therapieentscheidenden Tests der günstigste ist, was die Finanzen angeht. Und viele Kassen das heute auch schon auch auf Anfrage dann übernehmen. Also der Sinn dieses Tests ist zu sehen bei den Frauen mit einem G2-Tumor, wo keine Lymphknoten befallen sind, ob eine Chemotherapie durchgeführt werden sollte oder nicht. Ist das richtig?
Genau, und bei diesen Patientinnen helfen uns die Faktoren, die der Pathologe uns bereitstellt, nicht diese Entscheidung zu treffen, sondern wir brauchen da zusätzliche Informationen über die Aggressivität, das heißt die Bösartigkeit des Tumors. Das würde also sowohl dem Patienten Nebenwirkungen einer Chemotherapie ersparen, wenn sie gar keinen Nutzen davon haben, aber es würde natürlich auch, und das wäre ja auch wieder interessant, den Kassen die Kosten einer Chemotherapie und begleitenden Therapie ersparen. Insofern könnte das ja auch für die Kassen eine sehr interessante Lösung sein. Ja, ich denke, dass das für die Kassen letztlich ein Gewinn ist, weil sie vielen Patientinnen, vielen ihrer Versicherten die Chemotherapie ersparen können. Und Gott sei Dank gibt es einige Kassen. In Norddeutschland sind es einige Kassen, die sich da bereit erklärt haben. Und zum Beispiel die AOK Bayern hat jetzt gerade auch ein Pilotprojekt abgeschlossen. Also das Bewusstsein bei den Kassen steigt. Und für die Patientin in dieser speziellen Situation, wenn der Test sinnvoll ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann keine Chemotherapie braucht, fast 40-50%. Und ich denke, das lohnt sich dann noch, diese ein, zwei Wochen auf das Testergebnis zu warten. Jetzt haben Sie den Oncotype DX-Test erwähnt, der in USA wohl schon mehr gemacht wird, in Deutschland noch nicht häufig gemacht wird. Mhm. Für wen kommt der in Frage oder für wen ist der sinnvoll? Prinzipiell ist der Oncotype DX-Test eigentlich für die gleichen Patientinnen sinnvoll, für die das UPA-PI sinnvoll ist. Es ist ein anderer Test, ein RNA-basierter Test, also ein Gentest im weitesten Sinne, der, und das ist der große Vorteil, auch an Paraffingewebe durchgeführt werden kann. Das heißt, selbst wenn der Operateur nicht daran denkt, Frischgewebe zur Seite zu legen, kann dieser Test noch gemacht werden. Die Datenlage ist gut, was die Bestätigung angeht an bereits vorhandenen Patientenkollektiven, aber eine prospektive Studie, das heißt, dass wir im Laufe der Therapie bei den Patientinnen messen, ob den Test durchführen und dann eben schauen nach 5 oder 10 Jahren, ob das Ergebnis auch wirklich den Krankheitsverlauf gut vorhersagt. So eine prospektive Studie ist gerade abgeschlossen worden in den USA mit der Taylor-X-Studie. Und wir haben in Deutschland mit der Plan-B-Studie bereits in den letzten Jahren auch Erfahrungen sammeln können über diesen Test im klinischen Alltag im Einsatz. Liegt der Test denn preislich annähernd da, wo auch der UPA-PI1-Test ist? Der Oncotype-Test ist etwa 10-mal so teuer wie der UPA-PI1-Test, wird auch nur in einem Labor in den USA durchgeführt. Das heißt, Gewebeblöckchen muss dann dahin geschickt werden. Und ich denke, das ist ein Grund, dass man zunächst einmal hier in Deutschland auch den UPA-PI1-Test anwenden sollte. Aber wenn das aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, besteht mit dem Oncotype-Test immer noch die Möglichkeit zu gucken, ob eine Chemotherapie denn unbedingt erforderlich ist. Jetzt stellt man sich ja als Laie vor, wenn ein Gentest gemacht wird, dass man da vielleicht noch viel mehr herauslesen kann aus dem Test. Oder ist das wirklich einfach vergleichbar mit dem UPA-PI1-Test als Ergebnis? Nein, der Oncotype prüft bestimmte Gene, die auch mit der Bösartigkeit und der Wachstumsgeschwindigkeit der Tumorzellen zu tun haben. Und weitere Ergebnisse sind aus dem Test nicht zu erwarten. Vielleicht ein Unterschied auch zum UPA-PI1-Test. Bei Oncotype gibt es auch eine mittlere Risikogruppe. Und da ist es auch heute noch nicht klar, ob eine Chemotherapie hier sinnvoll ist. Insofern, UPA-PI1 gibt einem gut oder aggressiv und dann eben eine Chemotherapie notwendig, eine sicherlich für den Kliniker hilfreichere Entscheidung, als nochmal so eine Intermediate-Gruppe zu haben. Jetzt haben Sie auch den Mammaprint-Test erwähnt. Was ist denn da der Unterschied zu den anderen beiden Tests? Mammaprint ist auch wieder ein Gentest im weitesten Sinne. Werden hier 70 Gene geprüft, die auch mit der Bösartigkeit des Tumors zu tun haben. Ist auch ein Test, der zentral in den Niederlanden durchgeführt wird. Und auch hier braucht man Frischgewebe dafür, weil es eine etwas andere Bestimmungsmethode ist als beim Oncotype. Hat der Mammaprint-Test schon irgendeine Datenlage, wo man sagen kann, es ist sinnvoll, es hilft bei der Therapieentscheidung? Wie beim Oncotype gibt es für Mammaprint auch viele Studien, wo an bereits vorhandenem Gewebe dieser Test überprüft wurde, aber eine prospektive Therapiestudie, das heißt, wir bestimmen heute und schauen dann in 5 oder 10 Jahren, die ist auch gerade erst abgeschlossen worden mit über 6.000 Patienten. Und genau wie bei Oncotype denke ich, dass wir die Ergebnisse frühestens in 2-3 Jahren haben. Gut, das würde ja nochmal dafür sprechen, momentan den UPA-PI1-Test zu etablieren in Deutschland. Gibt es denn noch andere Tests, die so kursieren, sagen wir mal, die auch sonst noch angewendet werden? Und was sind Vor- oder Nachteile dieser Tests? Ja, vielleicht 3 Tests fallen mir da ganz spontan so ein. Zum einen wird sehr viel heute des Ki-67
propagiert, auch von entsprechenden Fachgremien. Das ist einfach eine Wachstumsbestimmung an den Tumorzellen. Wie schnell teilen sich die Tumorzellen? Das können die Pathologen bei uns durchführen. Das Problem ist nur, dass es da keinen Grenzwert gibt. Das heißt, wenn mein Tumor 15% Ki-67 hat, dann brauche ich eine Chemotherapie und bei 10% nicht. Das heißt, dieser Wert ist nur grob eine Einteilung zwischen Tumoren, die praktisch sich gar nicht teilen, wo man dann auf eine Chemotherapie verzichten kann, und Tumoren, die sich sehr, sehr schnell teilen. Aber für den großen Graubereich vielleicht zwischen 10% und 20-25% Teilungsrate, da wissen wir es für die einzelne Patientin nicht. Deswegen ist das was, was wir heute mitbestimmen, was auch im Pathologiebericht aufscheint, aber was als alleiniges Kriterium für die einzelne Patientin meiner Meinung nach nicht ausreichend ist. Was diese 10% und 15%, das wäre momentan so das, was hoch oder niedrig heißt? Also ich würde sagen, 5% ist niedrig bei Ki-67 und vielleicht 25% ist hoch. Und alles, was dazwischen ist, ist eine große Grauzone, wo auch die Pathologen sich nicht ganz einig sind. Wenn zwei Pathologen denselben Schnitt anschauen, kommen die da auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Gut, jetzt haben Sie gesagt, es gibt noch zwei, die Ihnen einfallen. Was gibt es da noch? Genau, es gibt noch einen Test, der gerade in Deutschland auch im Markt zur Verfügung steht, der Endopredikt-Test. Das ist auch ein Test, der geht an Paraffingewebe, auch ein Gentest mit etwas weniger Genen als beim Oncotype. Und hier gibt es bisher eine sehr gute Arbeit in Clinical Cancer Research, wo dieser Test an einem bereits vorhandenen Kollektiv überprüft wurde und dann nochmal an einer unabhängigen Studie ebenfalls gute Ergebnisse zeigte. Meiner Meinung nach ist die Datenlage hier noch nicht ausreichend, um das flächendeckend in Deutschland in den Pathologien anzubieten. Da muss man zum einen gucken, wie gut ist das reproduzierbar, wenn wir es jetzt an vielen Pathologieinstituten anbieten. Und zum anderen ist auch noch nicht gezeigt worden, dass Patienten, die in diesem Test ein hohes Risiko haben, dann von einer vorbeugenden Chemotherapie profitieren, was für die anderen Tests zumindest an retrospektiven Daten und für das UBR-PI auch an prospektiven Daten vorliegt. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Klinik bin und da wird das Endoprotect angeboten, sollte ich das untersuchen lassen oder nicht? Ich denke, Endopredikt kann dem Kliniker eine Hilfestellung sein, aber ich würde sagen, allein darauf heute schon Therapieentscheidungen aufzubauen, ist verfrüht. Und man darf nicht vergessen, dass ein schlechter Test ist genauso schlecht wie für die Patientin wie ein schlechtes Medikament. Und wenn die Datenlage nicht ausreichend ist und wir Patientinnen von einer Chemotherapie abraten, die sie aber dringend gebraucht hätten, dann haben wir einen Fehler gemacht. Und deswegen denke ich, muss man auch bei der Entwicklung und in den Markt bringen dieser Tests einfach sehr, sehr viele Hürden aufbauen, um da nicht voreilige Schlüsse zu ziehen. Ist denn zu erwarten, dass es zu Endopredikt auch noch eine sogenannte prospektive Studie, wie Sie es bei den anderen auch erwähnt haben, auch geben wird? Oder? Ich denke, dass wir für die neuen Tests keine prospektiven Studien mit 10-Jahres-Nachbeobachtungen mehr sehen werden, aber doch zumindest muss sich die Datenlage der retrospektiven Studien, das heißt Studienkollektive, die schon vorhanden sind, die mit dem Test nochmal neu untersucht wurden, das muss sich noch verfestigen. Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass wir wissen, dass die Methode alltagstauglich ist. Wie gesagt, Endopredikt im Gegensatz auch zur Oncotype kann man in den einzelnen Pathologien vor Ort anbieten, aber dazu fehlen auch noch Ringversuche jetzt im großen Ausmaß. Aber ich denke, dass die Herstellerfirma gemeinsam mit den deutschen Pathologen hier auch noch weitere Daten nachliefern wird. Und was wäre der dritte Test, der Ihnen eingefallen ist? Ja, der dritte Test, der kommen wird, weil er auch in den USA jetzt schon zur Verfügung steht, ist der PAM50. Das ist ein Test, der funktioniert auch an Paraffingewebe, auch ein sogenannter Gentest. Und was der macht, ist, dass er die sogenannten molekularen Subtypen, das, was wir heute schon in der Wissenschaft für Brustkrebs beschreiben, also hochhormonempfindliche Tumoren, dann wachstumsfaktorgesteuerte Tumoren, Tumoren, die sehr, sehr aggressiv sind, all das kann uns PAM50 am Paraffingewebe zeigen. Inwieweit das dann zu speziellen Therapieentscheidungen führt, ich denke, das müssen weitere Studien zeigen. Der Test wird auch hier in San Antonio schon vorgestellt, auch verglichen mit den Oncotype-Ergebnissen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Kliniker, aber auch die Patienten verstehen, dass es nicht einen alleinig selig machenden Test gibt, sondern wir müssen verschiedene Tests zur Auswahl haben. Und dann kann jedes Zentrum für sich entscheiden, auch anhand der zur Verfügung stellenden finanziellen Möglichkeiten, welcher Test für das einzelne Zentrum der Test ist, der dort am häufigsten angewendet wird. Werden denn noch weitere Tests kommen oder ist das so das, was im Moment
sagen wir mal, die Tests sind, die am ehesten in den Alltag in der Klinik übergehen werden? Also ich denke, wir haben jetzt eine Handvoll Tests. Kann sein, dass der ein oder andere noch dazukommt, aber es ist sehr aufwendig, auch diese Datenlage herzustellen, dass man die Tests in der Klinik einsetzen kann. Und was jetzt viel wichtiger ist, glaube ich, als weitere Tests zur Risikoabschätzung auf den Markt zu bringen, ist einfach, dass wir lernen, aus dem Ergebnis der vorhandenen Tests auch Therapieentscheidungen zu treffen. Denn ich denke, das ist das, was die Patienten brauchen, dass wir ein Testergebnis haben, mit der wir ihr dann ganz klar sagen können, für sie ist eine Chemotherapie nicht notwendig und sie werden vor aller Voraussicht nach von dieser oder jener Therapie den höchsten Nutzen haben. Jetzt betreffen ja diese ganzen Tests Frauen, die keine Metastasen haben, also wo man von Heilung noch in Anführungsstrichen ausgeht, dass also kein Wiedererkranken auftreten wird. Gibt es denn irgendwelche Tests auf Therapie ansprechend für metastasierte Patientinnen? Wir haben natürlich Hormonrezeptoren HER2, aber modernere Tests in der metastasierten Situation sind derzeit noch nicht unbedingt gebräuchlich. Wir haben den Nachweis zirkulierender Tumorzellen, den Nachweis von Tumormarkern, die uns dann sagen können im Verlauf, ob eine Therapie gut wirkt oder nicht. Und letztlich werden molekulare, also Gentests kommen, zum Beispiel die Herstellerfirma von Mammaprint arbeitet auch an Tests, die uns sagen können, welche Art der Metastasierung dann wahrscheinlich auftreten wird, sodass man vielleicht, das ist so Zukunftsmusik, dann auch vorbeugend tätig werden kann. Also im Prinzip im Moment in der Metastasierung sind solche neuen Tests noch nicht notwendig. Ich weiß, dass sie viel auch angeboten werden, auch von privaten Labors, aber wir brauchen sie eigentlich für die klinische Entscheidungsfindung noch nicht. Vielen Dank, Frau Professor Habeck. Gerne.